Okay, dieses Gerät hat uns wenigstens Zeit zum Heilen verschafft. Gegengewicht und Edelsteine. Ihr habt wirklich schöne Sachen dabei. Knaufe, Gegengewichte, Edelsteine. Edelsteine, da auf Sandstein. Und hier ist noch einer. Gegengewicht und Edelsteine. Und da kann Vorgrim einfach nicht widerstehen. Und das hier muss der kaputte Aufzug sein. Okay. Kurz zwischenspeichern. Ich will nämlich nicht nochmal gegen diese Golems kämpfen müssen. Smaragdspinn? Das da unten muss wohl schon das Hölleneisen sein. Aua. Ja. Vergiftet und umgehauen worden. Ich sollte mich hier vielleicht etwas mehr konzentrieren. Die Kleinen sind ja halb so wild. Nur Mama könnte etwas problematisch sein. Okay, da hat es gerade Feieres umgehauen. Und Mama Spinne will unbedingt ein Stück von mir abhaben. Quano ist auch bewusstlos. Was? Wie viele Kleine sind es hier noch? Eine. Angriff! Ja? Feieres. Mach mal ordentlich einen Schuss draus. Vorgrim. Hau mal kräftig drauf. Und das dürfte es eigentlich schon gewesen sein. Was hatte die Große? Die Kleinen werden nur Giftbeutel haben. Feuermoos. Spinnenfangzähne und eine Seidendrüse. Haben wir ja wieder einiges zu verkaufen. Und das da muss das Hölleneisen sein. Ich höre hier jemanden schmieden. Und das klingt gar nicht gut. Schmiedet er hier oben oder schmiedet er da unten? Ich gehe erstmal nach oben. Ich habe nämlich so das Gefühl... Ach du meine Güte. Hier ist ein versteckter Schatz auf jeden Fall. Mach den mal für uns auf, Quano. Wird gemacht. Hier ist wieder schönes Zeug für koscher Stahl, 40 Stück und Malmer. Okay, du bist ganz schön überladen, Vorgrim. Das tut mir leid. Aber das ist auch halb so wild. Wenn wir nämlich hier raus sind, wird erstmal ziemlich viel verkauft von dem, was du bei dir mit dir rumschleppst. Okay, bevor ich mich dem Gehämmer nähere. Das hier müsste die... Ach nee, da kommen wir her. Das ist das Hölleneisen. Das Hölleilerfeuer wird die Dinge zum Einsturz bringen. Wenn ich es zünde, wird nur noch Zeit sein, um rauszukommen. Ist hier alles erledigt? Nein. Dann erledigen wir es noch. Das da ist nämlich noch nicht erledigt. Warum zur Hölle ist da ein Zwerg, der auf den Hammer klopft? Der sieht nicht gut gelaunt aus. Und er hat verdammt viele Lebenspunkte. Okay,
Hier müssen wir gut vorsichtig gehen. Ich mache erstmal ein Sumus-Schild. Ja. Werf Sternstaub auf ihn. Und beschieß ihn mal. Kann ich ihn mir angucken? Toronos stärkte Freund Aroms hätte den Unfall mit dem Aufzug nie überleben können. Seine Verletzungen müssen gravierend gewesen sein. Überall ist das Helmeisen mit seinem Körper verwachsen und hält ihn auf unnatürliche Weise am Leben. Doch hat ihm das Urmetall auch den Verstand genommen. Ja, das ist weniger schön. Okay, das war ja schon mal ein guter Schuss von Fyris. Falkenauge, Meisterschuss, mach das mal auf dich. Bei dem Bosskampf. Sternenstaub. Ja, hebt. Sumus Schild, das klingt ziemlich schnell ab. Erforderliche Ausdauer und erforderliche Astralenergie. Naja, okay. Das verschafft uns aber schon mal ein bisschen Zeit von vornherein. So, Fyris kann jetzt besser schießen. Und ich kann ihn hoffentlich mit Kugelblitzen bewerfen und der Zwergenprinz brennt. Okay, Fyris, heil mal Vorgrim, bevor du uns hier noch zu Tode verbrennt. Okay, das dürfte zu spät sein. Dann schieß mal lieber drauf, Fyris. Ah, ich denke, das kriegen wir noch hin, bevor der Prinz auch noch verbrennt. Ja. Ach, welch grausames Dasein. Das Erz hatte sich mit ihm verbunden und ihn am Leben erhalten. Das haben wir auch schon gesehen. Nun ist er erlöst. Ich werde diese Sache nie vergessen. Möge es uns eine Lehre sein, der Versuchung niemals nachzugeben. Genau. Wir werden jetzt das Höhneisen versiegeln. Gut gesprochen. Ich werde jetzt hier unten alles verbrennen. Sagt Bescheid, wenn ich das Hylaila Feuer zünden soll. Die Lunte ist lang, aber wir Kein müssen Problem. Dennoch unsere... Ich will nur mal gucken. Erkaltetes Feuerherz. Ja, den nehmen wir mal mit. Heilen kurz vor Grimm. Zerstöre die Binge, jupp. Also das mit dem Vertreibe die Zwerge hat nicht ganz geklappt, aber wir können das wohl doch eher zu einem zufriedeneren Ergebnis zu Ende bringen. Denn ich denke nicht, dass hier unten noch irgendwas ist. Nö. Hier hinten. Kurz gucken. Los doch, du Rangrasch, die Lunte brennt. Lauf, als wären 100 Nichts wie los. Auf deinen Fersen. Na gut, dann raus hier. Okay, das macht den ganzen Berg kaputt. Oh, wir haben es geschafft, keinen Augenblick zu früh diesem Höllenschlund zu entkommen. Ja, aber nun ist es ein Grab für viele. Was ist geschehen? Wir haben alles in Ordnung gebracht. Girtosh und die anderen fanden den Tod. Alle wurden sie durch ihre Gier nach dem Hölleneisen verdorben. Danken wir Angrosch, dass wir überlebt haben. Mhm, das sagst du was Richtiges. Und wir schweigen. Prinz Arum, was geschieht nun mit uns? Müssen wir uns in Murolosh vor Gericht verantworten, weil wir Girtosh geholfen haben? Ihr habt euch nicht auf Girtoshs Seite gestellt, als es für euch ein Vorteil gewesen wäre. Damit soll es gut sein. Wollt ihr hier bleiben und von nun an ein wachsames Auge auf diesen Ort haben? Das finde ich gut, weil garantiert kommt wieder ein Verrückter und gräbt nach Nogramash zum... Ich denke, ich spreche im Namen aller.
Ja, das wollen wir, unser Prinz. Gut. Und wie steht es mit euch? Werdet ihr über das Geheimnis der Binge Schweigen bewahren können? Das Geheimnis der Binge wird gewahrt bleiben. Und auch über das andere Geheimnis werde ich schweigen. Ich bin froh, dass ich euch helfen konnte. Arum, Sohn des Arumbolosch. Ja. Eigentlich auch mein Prinz. Aber nun, da alles vorbei ist, werde ich zu meinem Vater gehen und ihm alles berichten. Zu lange habe ich geschwiegen. Er wird weise richten. Das denke ich auch. Weise gesprochen, Prinz Harum. Als Dank für eure Hilfe nehmt meine Axt. Von nun an soll sie euch dienen. Genau. Durangrasch Arum. Diese Waffe kann ich nicht annehmen. Sie ist vom Väterchen Angrosch für euch bestimmt worden und nicht für mich. Eure Worte rühren mich zutiefst, Durangrasch. Dann verwehrt wenigstens nicht diesen Beutel mit Edelsteinen als tiefen Dank eines Freundes. Das nehmen wir doch gerne an. Vielen Dank. Nun ist es an der Zeit, Abschied zu nehmen. Lebt wohl. Bei uns wäre das nämlich nur verstaubt. Edelsteine zu Vorgrim, Zielwasser zu Feieres, Goldring zu Vorgrim, also das Herzknoch zu Vorgrim und damit ist sein Inventar voll. Okay. Damit sammeln wir uns mal und es geht zurück zum Hammerberg und zum Händler. Oh Trauer! Girdasch ist tot, welch unermesslicher Verlust! Aus gegebenem Anlass entfällt die Girtasch-Steuer. Vor allem ihr solltet davon profitieren. Kauft im Gedenken an einen großen Zwerg. Ja, nicht wirklich. Fragt nur! Ich will doch nur einkaufen. Posten, Sonderposten, alles muss raus zum Andenken an unseren werten Girtasch. Ja, der will alles verkaufen, dass er hier abhauen kann. Okay, soll mir auch recht sein. Feldspalter, Kriegshammer, Zwergenskreier, Lindwurmschläger, Zwergenschlägel, der kann auch weg. Die ganzen alten Münzen, die Bronzemünzen, Silberringe, Jagdhandschuhe, Feldspalter, der Rachentöterhammer. Zwergenskreier, noch mehr Münzen. Noch mehr Münzen, noch mehr Münzen. Können alle weg. Die Knäufe können weg, die Gegengewichte können weg. Noch mehr Münzen, noch mehr Münzen. Goldring, der Malmer. Erkaltetes Feuerherz. Und das war's erstmal, denke ich. Jupp. Zwergenstahl, alles mögliche. Die Sachen nach vorne. Habe ich noch was, was verkauft werden muss? Nein. Ja. Hast du was? Nein. Ja. Sie hat noch drei Sachen. Wie kann ich behilflich sein? Ich möchte handeln. Und zwar möchte Feiris gerne das hier und das hier loswerden. Na, immerhin 4 Dukaten für die Stacheln. Und dann kann ich mir mal beim Schmuckhändler vielleicht noch 1-2 Ringe oder so gönnen. Handel abschließen. Sehr gut. Da lang. Nein, nicht da lang. Wieder die ganze Gruppe auswählen. Dann geht es jetzt erstmal zurück zur Talaria. Das Kleid mal hier drin. Verstauen. So, das brauchen wir nämlich nicht. Und eigentlich die beiden Schlüssel auch nimmer. Schlüssel, Schlüssel. Können wir hier ein bisschen sortieren. So. Und damit können wir mal abfahren, Captain. Ich bin froh, dass ihr heil aus dieser Höhle zurück seid. Jalik und Salm haben schon darüber gestritten, ob wir ohne euch ablegen sollten. Meint er jetzt die Binge oder den Hammerberg selber? Was kann ich für euch tun?
Mach die Talaria bereit zur Abfahrt. Erst einmal will ich zur Zollfeste. Ich habe nämlich jetzt einen Haufen Embleme gesammelt und würde gerne dafür mal die die Prämie einfordern, genau.